kurz auf automatisch. Ich gehe mal auf die andere Seite. Dann ist das Mikrofon auch auf meine Richtung gerichtet. Kann sein, dass die System Position. Jetzt ja. Jetzt sogar größer mit den Schuhen. Boah, ich hab so ein Kreuz, ich geh mir mal einen Stuhl holen. So, heute dürfen wir ja offiziell was vorstellen. Prospekt vorstellen. Genau. Hier ist er. Und alles genau kommt im Video. Das können wir mal machen. Also, so. Ja, wir haben wieder Spaß hier und es ist warm. Der Black Sail steht an und ja, ich bin wieder gewachsen. Genau. Das hat übrigens auch unsere Hausmesse ganz viele Menschen verwirrt. Ja. Jeder hat gefragt, warum ich groß bin. Wir ganz offiziell über die Preise sprechen. Fangen wir mit der Titelseite an. Genau. Da haben wir drauf. Die GX80, hier ist auch in echt. Mit 14 bis 42 mm Objektiv, Standard Reportageobjektiv, so für den Einstieg wunderbar geeignet. Kamera haben wir ja schon mal ein paar Mal Videos drüber gemacht, kann man bei uns einfach in der Historie mal durchgucken. Also wirklich eine tolle Kamera nach wie vor, ist zwar schon 3 Jahre auf dem Markt, ich finde die nach wie vor geil. Ja, zum Sonderpreis für 424 Euro, zusätzlich gibt es noch 25 Euro Cashback. Also einfach registrieren und das Geld bekommen. Genau, nicht verwirren lassen bitte. Wir haben die Sachen online stehen mittlerweile. Genau, wir machen einen Link auch rein für den Blätterkatalog, kann man dann unter dem Video sehen. Genau, die Preise hier, die ihr seht im Video, die 399 Euro, sind nach Abzug des Cashbacks. Das Cashback bekommt ihr von Panasonic. Das hat leider die Werbeagentur immer so gemacht, das ist ein bisschen schwieriger. Genau. Die schöne Innenseite, wir lesen es euch vor, ich kann es jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera reinhalten. Wir können sie einfach einblenden dann dafür. Wir blenden sie einfach ein. Da finde ich auch was ganz Interessantes jetzt für Weihnachten, für diejenigen, die ein Geschenk suchen für die Kids oder halt eben sagt, oh, ich brauche mal wieder eine günstige Kamera, mit der ich was anfangen kann. Die auch was aushält. Genau, die Panasonic FT30 für 111 Euro. Finde ich wirklich eine wahnsinnig interessante Kamera, ein wahnsinnig interessantes Produkt, weil 111 Euro für eine wasserdichte Kamera von einem Markenhersteller hatten wir auch noch nicht. Und es ist halt eben nicht so ein 0815-Name, den man halt eben nicht aussprechen kann. Genau, und dann haben wir die TZ71, die haben wir auch hier stehen. So eine ideale Reisekamera, schön klein, leicht, mit einem Sucher drin, 30-fach optischer Zoom. Also das Wichtigste, was man so für einen Urlaub braucht, deckt die schon mal direkt ab. Und ich kann sie einfach so mitnehmen, passt in die Tasche. Die gibt es jetzt für 199 Euro statt 299. Also das ist echt ein richtiger Knaller. Aber wobei unser letzter Preis 279 war, glaube ich. Genau. Das also ist, der Preis ist wirklich super. Das ist auch so eine Kamera, wo ich sage, die ist jetzt schon lange auf dem Markt, die gehört da genau da rein. Und ich glaube halt einfach auch, das ist so ein Must-Have-Artikel. Das ist so ein richtiger Must-Have-Artikel für denjenigen, auch der schon eine Kamera hat und sagt, ich brauche noch eine kleine für den Urlaub. Der ist da genau aufgestellt. Dann so eine Kamera, mit der ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, mittlerweile aber halt wirklich geil finde, die Canon PowerShot G5X. Die Special Edition muss man dazu sagen. Wollte ich gerade sagen, die gibt es mit einer Halbschalentasche und mit der Speicherkarte dazu von Peter Headley für 555 Euro. Die haben sie um knapp 70 Euro im Preis reduziert, was halt klar von der Industrie subventioniert wird. Wo ich aber sage, ey, das ist ein guter Preis für die Kamera. Ist einer der wenigen mit einem anständigen Sucher, mit einem schönen Brennweitenbereich, 1 Zoll Sensor, wahnsinnig gute Bildqualität. Also mittlerweile mag ich sie am Anfang, so ist die groß. Aber heute muss ich echt sagen, die hat sich durchgesetzt, eine geile Kamera. Ja. Dann auch so ein richtiger Knaller, die RX100 5A. Alter, das ist die 5er. Das ist die 5A. Ich habe gemeint, das wäre die 4er oder so. Nee, es ist die 5A. A muss man dazu sagen, die kamen nachträglich nach der 6er eigentlich mal raus mit einem verbesserten Sensor. Die ist wirklich zum Knallerpreis für 699 und es gibt nochmal 100 Euro Cashback von Sony drauf. Also im Endeffekt 599 Euro. Wir haben sie gerade nicht da, sonst hätte ich sie auch nochmal hier hingestellt. Aber das ist aber echt cool, ey. Ja, also für den Preis. Also wir hatten sie hier noch für 899 Euro stehen die Tage. Das ist echt übel, das finde ich jetzt krass. Das gefällt mir gut, das muss ich sagen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich eine RX100 gekauft habe bei unserem Haus. Aber gut, ist halt so. Gut, geht direkt weiter mit Sony. Stimmt, die haben wir sogar da stehen, hatte ich ganz vergessen rauszuholen. Entschuldige mal, gerade die RX10 Mark IV. Genau, weil ich kann mich nicht hier wegbewegen. Seitdem man gewachsen ist, sind die Knie eingeschmolzen. Ja, das ist... Wer das Auspack geguckt hat, kennt, wie das funktioniert. RX10 Mark IV.
für das, was sie leistet, eine sehr leichte kleine handliche Kamera. Hauptfeature, und das ist das, was ich immer wieder gern betone, 24 mm bis 600 mm Blende 2,4 bis Blende 4,0. Das ist einfach geil. Es ist einfach lichtstark. Man kann alles damit fotografieren. Kamera ist noch ultra schnell. Es gab letzte Woche oder vor zwei Wochen gab es ein Firmware-Update. Jetzt geht auch Eye-Tracking AF, es gibt Live-Tracking und es geht Tieraugen-Auto-AF. Augen-Autofokus, genau. Und muss ganz ehrlich sagen, die schlägt fast die meisten Systemkameras im unteren Bereich. Also ich bin von meiner Seite aus ganz ehrlich, bevor ich mir die kaufe, würde ich mir die kaufen. Man muss aber auch faires halber dazu sagen, sie kostet ein paar Euro mehr. Aber wir haben einen Schweinepreis und zwar 599 Euro. Ja, und 200 Euro Cashback. 200 Euro Cashback kann man bei Sony beantragen, also über Sony beantragen. Das heißt, es gibt schwarzen Wochenende 250 Euro Rabatt quasi. Genau. Und dann nochmal 200 Euro von Sony über das Cashback. Das ist schon Wahnsinn. Also das lohnt sich wieder so richtig. Dann noch die Panasonic GX70. Nee, Quatsch, G70. GX70 kenne ich nicht. Nee. Die G70, ja, das X hat sich schon so eingebürgert, ist eigentlich schon ein Klassiker, aber das Besondere hier mit dem 1440 mm, also Reiseobjektiv, was alles abdeckt, was man so braucht, für 599 Euro, also allein das Objektiv ist schon mehr als die Hälfte. Und Mehrwert. Ja. Ich habe gerade kürzlich geguckt, das Objektiv, die Version 2 ist hier auch dabei, wenn man es kauft. Liegt es um die 400, 450 Euro sogar, wenn jemand brutal runterkalkuliert. Also es ist wirklich so, dass die Kamera fast geschenkt ist. Es ist auch tatsächlich was von Panasonic nicht im Flyer drin. Ich habe das auch gerade schon einem Kunden angeboten. Panasonic bietet auch die GH4R an mit 12 bis 60 mm Objektiv für 899 Euro. Das ist auch ein Wahnsinnspreis. Der ist ab sofort schon gültig. Ich muss die Kamera allerdings bestellen, weil die Rückstände sind anscheinend so groß, dass Panasonic sie aktuell nicht mehr auf Lager hat. Ich habe jetzt eine bekommen, das war es leider. Für den Preis für eine GH4R, unbegrenzt Film, 4K, also ziemlich geil. Ja. So, geht weiter mit Sony, mal wieder. Irgendwie haben die ziemlich viel. Ja, wir sind immer etwas Sony-lastig irgendwie. Ja, das liegt aber eher daran, dass Sony halt auch so stark auf dem Markt ist. Ne? Und Sony viele Aktionen einfach mal. So, 6400 mit 18 bis 135 mm. Da sollte ich vorne ran gleich schon mal sagen, da haben wir seit der Hausmesse allein zwei Stück oder drei Stück in Rückstand. Die sind aktuell nicht lieferbar. Ich hoffe, dass sich das diese Woche noch verbessern wird. Allerdings haben wir einen richtig krassen Preis. Die haben den UVP für die Black Week Geschichte von 1449 Euro auf 1149 Euro runtergezogen. Das ist sogar ein bisschen, das ist etwa der Messepreis. Ist etwa gleich. Es gibt auf die Kamera kein Cashback, dafür wirklich 300 Euro direkt Abzug an der Kamera. Also das lohnt sich richtig. Wir kürzen das Ganze mal so ein bisschen ab, weil es wird echt sehr Sony-lastig auf der Seite. Genau. Wir haben dann noch die Alpha 7 II im Kit mit dem 2470 Zeiss. Guck nicht aufs Objektiv, sonst hätte niemand gesehen, dass es falsch ist. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Also etwa so sieht es aus. Da gibt es hier eine Cashback-Kombination. Da gibt es 250 Euro Cashback und das Set haben sie reduziert auf 1499 Euro. Laut der Liste 2799 auf 1499, das stimmt nicht ganz. War 1899 im Fachhandel die ganze Zeit trotzdem. Wir sind jetzt 400 Euro weniger. Die UVP geht jetzt von, als die Kamera vorgestellt wurde. Aber es sind trotzdem 400 Euro plus 250 Euro Kombi-Cashback, wo ich einfach sagen muss, das ist wieder geil, weil das Objektiv alleine kostet 900 Euro. Ich kriege die Kamera für 300 Euro dazu. Wenn ich das Cashback abziehe, kriege ich die Kamera für lau. Also dafür eine Vollformat-Kamera anzubieten, ist schon Wahnsinn. Genau, dann haben wir noch drei Objektive von Sony drin. Wir blenden sie einfach ein. 599, 899 und 999. Wohlgemerkt, alle nach Abzug des Cashbacks. Genau. Und R2 ist auch drin für 1399. Das finde ich ein Knaller. Die ist wirklich 700 Euro günstiger geworden. Das ist auch unser letzter Stand. Also nicht ganz, 1600 Euro. Wir hatten 1999. Und dann zum Beispiel von Canon 70-200 Version 3. Genau. Für 1749. Und bei dem gibt es halt die 250 Euro Sofortrabatt. Also über uns? Über uns, die können wir direkt abziehen. Eigentlich kostet es was? 2299. Jetzt 1999 minus Sofortrabatt. Also das lohnt sich auch wieder so richtig. 100, 400 guckt ihr euch an, das hat auch so einen Schweinepreis. Dann gibt es einen richtig guten Preis mit der RP und dem 24-240 zusammen für 1699 Euro.
der Sofortrabatt bei dieser Kamera, der ist dann auch schon abgezogen, geht auch direkt bei uns ab. Ich finde den Preis super, also Objektiv kostet alleine ein Tausender, also von daher muss ich sagen, ich finde das echt krass, was da für ein Preis kommt. Ja, das lohnt sich auch wieder. Und dann haben wir noch eine letzte Seite. Ja, ich brauche hier irgendwie ein bisschen länger gerade zu umblättern. So. Ich halte es mal nochmal kurz rein. Warte, gieß vor. Ja, die Canon G1X Mark III. Statt UVP 1199 für 699, also nach Sofortrabatt. Hier können wir noch wieder direkt abziehen. Also im Prinzip der Preis 759, wir ziehen nochmal 60 Euro ab und ihr zahlt nur 699. Wir hatten sie die ganze Zeit nicht im Laden, weil viele gesagt haben, ich gebe nicht so viel Geld für eine Kamera in dem Format aus. Ganz ehrlich, eine APS-C-Kamera für den Preis mit der Optik, das ist eine Wucht. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt keine Optik in der Qualität. Für den Preis, das ist eine absolute Wucht. Wir werden sie bestellen für die Black Deal und das macht absolut Sinn. Und dann eins unserer Lieblingsangebote, haben wir an der Messe vorgreifen dürfen ja schon so ein bisschen. Genau, da haben wir schon einige verkauft von denen. Das ist die Olympus OMB EM5 Mark II mit dem 1450. Also auch wieder ein Reiseobjektiv drauf, das ist sogar abgedichtet. Also die Kombination kann ich im Regen benutzen, das macht ja überhaupt nichts aus. Und schön klein, leicht, für den Urlaub ideal. Die gibt es für 799 Euro. Das ist 600 Euro günstiger als normal. Also da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Kamera ist quasi lau. Genau, eigentlich Objektiv kaufen und Kamera dazu bekommen. Dann haben wir erstmalig Polaroid im Angebot. Die Polaroid-Kameras haben wir nicht so direkt auf Lager, weil wir einfach nicht so Polaroid-lastig sind. Bei uns ist eher Instax so ein Thema. Wir haben eine Polaroid-Kamera bestellt, bei der die 600er Filme passen. Die sollte jetzt die nächsten Tage auch hier eintreffen. Ansonsten werden wir eine Instax-Aktion haben. Wie genau die aussieht, dürfen wir noch nicht verraten. Das wird erst am 29. kommuniziert. Wir haben auch noch 5 weitere Artikel, die wir noch nicht kommunizieren dürfen, so in der Form. Und Teil haben wir aber schon kommuniziert, glaube ich. Nikon haben wir schon gemacht. Nikon läuft ja auch schon. Genau, Fuji haben wir auch schon direkt gemacht. Haben wir heute auch schon eine verkauft. Genau, die XT20. Schöner Übergang. Und es werden noch welche kommen, Angebote, unter anderem von Canon, die wir noch nicht, zum Teil noch gar nicht haben. Die kriegen wir am Donnerstagabend erst, damit nicht irgendwie vorher was rauskommen kann. Ein paar andere haben wir schon vorbereitet. Die werden dann pünktlich für den Freitag online geschaltet. Also ich weiß ja, bei Canon, da gibt es eine Aktion, die ein Kracher ist. Ja. Da dürfen wir aber erst Donnerstagabend nach Feierabend kommunizieren. Also quasi nach 20 Uhr, weil da Geschäftsschluss ist. Das heißt, wir kommunizieren es erst freitags morgens, weil um 20 Uhr sind wir nicht mehr da. Und es ist so, da sind ein paar richtige Hochkaräter dabei. Nutzt die Chance. Wir haben am Freitag, Samstag auch die Firma Canon mit dem Christian Müller im Haus. Der wird natürlich die Aktion entsprechend nochmal supporten und ein bisschen Hilfestellung dazu geben und die Preise nochmal genau kommunizieren. Ja, was auch geht, 10% auf alle Objektive von Canon. Das können wir schon sagen. Geht mal, ja, bis Montag. Wir haben sogar einen Tag länger oder eigentlich 2 Tage länger. Normalerweise kann man die Aktion 2 Tage machen. Wir haben sie jetzt 4 Tage. Und das ist zum Beispiel ausgeschlossen, weil es da eine Black Sale Aktion gibt. Also nur auf Objektive, auf die noch keine Aktion ist, gehen die 10%. Aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich fast das gleiche gewesen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn das Objektiv nicht im Black Sale ist, kann man trotzdem noch 10% dran sparen. Vielleicht noch ganz kurz am Rande. Diejenigen, die am Wochenende bei uns eine Kamera kaufen, wir bieten ja den Fotoschutz Plus an. Der Fotoschutz Plus versichert ja alle Produkte. Das heißt, wenn ich ein teures Produkt kaufe für 3 Jahre, ich kaufe was für einen bestimmten Betrag, zahle eine Police bei uns vor Ort, bin 3 Jahre geschützt, auch bei Diebstahl. Wir werden am Wochenende, Freitag, Samstag, den Fotoschutz Plus nochmal mit 5% subventionieren. Das gibt es so in der Form auch nicht. Das heißt, sprecht uns drauf an. Wir rechnen euch die Police aus und sagen euch genau, was es dann entsprechend kostet. Ist halt nochmal ein kleines Dankeschön, beziehungsweise ein kleiner Bonus von unserer Seite aus, dass wir halt eben dem Kunden wieder das Gefühl geben können, er hat ein hochwertiges Produkt, er hat aber trotzdem eine Sicherheit hinten dran. Man kennt das ja mit Versicherungen, man will immer so ein bisschen was aus dem Bauch haben. Wir reden hier von teuren Produkten, das ist uns allen klar und man sollte ein bisschen Schutz hinten dran bringen. Dann genau, manche sagen, ich habe schon eine Versicherung für Foto, aber die wurde extra entwickelt für die ganzen deutschen Händler, also für die UIG, und die haben Sondertarife ausgehandelt, da wird keine normale Versicherung mithalten können. Das ist richtig. Gut.
Zur Erinnerung, habe ich ja gesagt, Kanon ist da am Wochenende. Ja, Olympus. Olympus ist da am Wochenende, Fotoschule Saarland. Ich zeige schon wieder dahin, er ist halt nicht da. Fotoschule Saarland ist da am Wochenende. Wir werden hier drinnen ein bisschen was umbauen. Das muss ich mir gerade noch erklären, weil wir wollen das in den Laden reinziehen. Kommt vorbei, nutzt es. Wir werden zusätzliche Angebote machen. Wir werden generelle Angebote an diesem Wochenende machen. Das heißt, wir machen quasi eine Minimesse. Die werden wir prozentual machen. Wir werden also nicht einzelne Preise rausrechnen. Wir werden bei vielen Sachen prozentual arbeiten. Ansonsten picken wir uns von jedem Hersteller Waren raus, weil in unserem Prospekt leider sehr viel Kanon, sehr viel Olympus und sehr viel Sony drin ist, haben wir bei den anderen. Wir gleichen das noch ein bisschen aus. Und auf genau. Peak Design Taschen gibt es noch die 20%. Das haben wir schon mal erwähnt. Genau. Genau. Alles klar. Dann gut. Das war's dann soweit. Dann könnt ihr teilen, liken, Glocke klingeln lassen. Ich habe meinen Job vergessen. Der Daumen hoch. Ja, das war's von uns. Okay.